Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Adrian. was geht ab? 23. Folge iPhone. Ich mache jetzt hier das Intro, weil ich nicht mehr weiß, warum ich das jetzt gesagt habe. Herzlich willkommen, 23. Folge iPhone. Grillmeister und Sepp Fury One. Mein Name ist Grillmeister und Sepp Fury One. Adrians Name ist Grillmeister und Sepp Fury One. Und ihr hört Grillmeister und Sepp Fury One. Es geht ab. Moin. Wie man vielleicht an meiner Stimme hört, ist es noch relativ früh. Ist meine Obwohl Schuld. Ich jetzt ja auch eher mich zu den Frühaufstehern zählen würden wollen. Möchten das man da hagen? Mit den frühen Tagen, Stunden. Verstehst du? Das ist so eine Folge, in die man sich so als Hörer reinkämpfen muss, so weißt du, wo du halt denkst. Die sind jetzt schon drin, on fire. Ja. Ich sitze hier jetzt auch über den Dächern von Berlin und starre auf 7 Flaschen Amaretto. Achso, hast du noch nicht gefrühstückt oder was? Nee, noch nicht. Aber ich hab mir vorgenommen, mal kleines italienisches Frühstück zu mir zu nehmen. Mit 7 Flaschen Amaretto. Warum stehen da 7 Flaschen Amaretto? Warum hast du überhaupt Amaretto im Haus? Mein Girlfriend hat heute Geburtstag, jetzt. In diesem, ach echt? Ja, genau heute. Oh kacke, ich muss dir noch gratulieren. Ja, ist ja noch früh am Tag. Du hast noch Zeit, das zu vergessen. Und die feiert dann morgen, tagsüber. Okay. Man hat hier ein paar Friends eingeladen hier von sich. Und die sind eher so die Amaretto-Typen. Und die trinken wohl gern Amaretto Sour. Amaretto Sour. Ja. Was ist mit euch, Alter, in diesem Berlin so? Amaretto Sour? Aperol-Spritz. Aperol gibt's hier, Amaretto Sour gibt's und Heroin. Aperol gab es übrigens in Mailand ganz viel, wurde mir auch angeboten. Ich habe gesagt, nein, danke, ich bin heterosexuell. Vielleicht, ich habe auch nur Angst damit, vielleicht gefällt mir das ja wirklich. Ich bin auch der Typ. Ich habe aber deine Story erzählt dazu. Ja, das ist wie Kiffen am Anfang. Man hat auch ein bisschen Angst. Und dann gefällt einem das auf einmal. Ich muss irgendwie sagen, also... Du hattest nie Angst? Nee, also ich frage mich das bis heute. Ich habe bis ich 16, 17 war weder gesoffen noch geraucht und das auch kategorisch abgelehnt so. Aber als mir ein paar Jahre zuvor jemand meinen ersten Joint angeboten hat, habe ich gesagt, ja, ohne dass ich irgendwas wusste. Das weiß ich bis heute nicht, warum das selbstverständlich so, weißt du? Die Frage stellte sich gar nicht. Ich wollte einfach wissen, wie das ist. Ja. Und dann habe ich nichts gemerkt. Und dann das erste Mal, wo ich was vom Rauchen gemerkt habe, das weiß ich noch, das weiß ich mir selber einen Fünfer damals noch gekauft habe. Und ich wusste, wie viel man in so eine Sportzigarette reinmacht und den ganzen Fünfer, was zu diesem Zeitpunkt ungefähr 1 Gramm war, in eine Tüte gemacht habe. Und dann mit einem Freund auf einer Hausparty bei meinen Nachbarn hinterm Stromhäuschen gekifft habe. Und dann entsetzlich dicht war, auf jeden Fall. Dass ich da dann keine Angst gekriegt habe, das war krass. Hatte damals einen Teamkameraden und wir haben vor dem Training geraucht, hatten aber nichts mehr, aber er wollte auch und dann haben wir dem einfach nur eine Zigarette gedreht. Und er hat nachher gesagt, boah, ich bin so dicht. Ja, er ist so dicht, so richtig hype. Das ist richtig weggeflogen. Siehst du mal, was Nikotin anrichten kann. Ja. Nikotin ist a hell of a drug. Ja. Ich kenne viele Leute, die für Nikotin anschaffen gehen. Ja. Oh, das ist echt übel, Alter. Überleg mal. Kennst du das, Alter? Die armen Leute, die dann echt wirklich ackern gehen müssen. Aber obwohl, Nikotin. Obwohl Nikotin. Nikotin ist wirklich krass. Da kommst du nie von runter. Ich habe gerade überlegt, obwohl Nikotin eigentlich ein guter Folgentitel ist oder Nikotin ist schon krass. Nikotin ist schon krass. Können wir nehmen. Finde ich lustig. Kannst du gleich aufschreiben. Ja. Ja, genau. Sehr gut, dass wir, Adrian, wir sind schon so eingespielt, weil du genau weißt, dass ich jetzt gerade wieder vergessen habe, mir einen Zettel hinzulegen. So, und du. Das Gute ist, ich habe hier einen Stift.
Ja. Schreibst du dir auch Sachen auf die Hand, wenn du es vergisst? Nee, so ein Typ bin ich nicht. Nee? Nee, aber unser Kumpel Marcel hat mal da waren wir in Köln. Und es ging darum, dass ich mit ihm einen Termin mache. Mit ihm, glaube ich. Ja. Mhm. Ich so, ja, machen wir morgen. Also, Alter, so, wir wissen doch beide, was heute Abend hier alles passiert. Also, schreib dir das gefälligst auf die Hand. Sagst du, nein, Mann, das brauche ich mir nicht auf die Hand schreiben. So, das kriegen wir schon hin. Also, quatschen wir morgen drüber. Also, schreib dir das jetzt auf die Hand. Habe ich mir das wirklich auf die Hand geschrieben. Und nächsten Morgen so, mittags, gucke ich so auf meine Hand und denk so, ah, siehst du? Da waren noch nur so Reste übrig, aber dennoch so viele Informationen, dass ich wusste, um was es ging. Hat der Türsteher drüber gestempelt in dem Club, wo er war. Hätte ich vergessen. Ich muss auch zugeben, wirklich, dass der Effekt merklich abnimmt, wenn man seine Hände tätowiert. Also dann funktioniert das nicht mehr so gut, wie man denkt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, du hast ein iPhone, ne? Ja. Yeah. Benutzt du Siri für Erinnerungen? Nee. Ich bin der Typ, der im Bett liegt, dem dann irgendwas einfällt, der ganz genau weiß, dass das wieder vercheckt und dann einfach sagt, hey Siri. Und Siri so, was los? Und ich so, mein Bastian, ey, ich bin gerade geschlafen. Erinnere mich mal da und da dran. Und das Geilste ist ja, dass die Spracherkennung manchmal noch nicht so ganz funktioniert. Und dann guckst du dir das an morgens, woran du erinnert wirst und denkst so, was, Alter, was ist das denn so, weißt du? Das ist schon irgendwie seltsam, ey. Aber ich bin echt froh, dass es das gibt, weil Erinnerungen schreiben und selber sowas machen hier mit Alarm und so, das würde ich sonst nicht machen und so. Das ist schon wirklich schick und einfach. Den Wecker lasse ich immer von Siri stellen. Echt? Ja, also nicht immer, aber es ist schon mal so, dass ich sage, ey Siri, stell meinen Wecker auf. 4.45 Uhr. Oh, Alter. Ich benutze nie den Wecker, ich benutze immer, also auch, aber immer nur als Backup. Ich benutze dieses hier Schlafenszeit, weißt du? Hm. Ja, kenne ich. Wenn nämlich, manchmal mache ich so, wenn ich noch einen Powernap mache oder so, dann stelle ich mir den Timer und der Timer-Alarm bei mir hat ungefähr so, hört sich so an wie der Wecker von SpongeBob. Und da erschreckst du dich so krass, aber dann bist du sofort wach, weil du direkt den übelsten Adrenalinkick kriegst, wenn der Alarm losgeht. Ja, genau. Aber ich brauche das auch. Wenn das irgendwas Sanftes ist oder so, dann können wir das auch lassen. Ich muss rausgerissen werden. So, am besten noch die Klingel oder so, was ich hier schon aus dem Bett gesprungen bin, weil ich versehentlich irgendwas hier hingestellt bestellt habe für samstags oder so und dann der Postmann geklingelt hat. Wie schnell man dann auch angezogen ist, ja? Man ist zwar noch nicht ganz da, aber man hat schon eine Unterschrift getätigt so und hat zumindest eine Hose schon mal an. Und dann startet der Tag auch, oder? Dann, also generell startet der Tag auch, wenn man eine Hose anhat. Vielleicht startet der Tag auch dann. Hast du jetzt aufgeschrieben, Nikotin ist schon krass? Nee. Mach das mal eben, sonst vergessen wir das. Ich habe hier kein Blatt. Ja, warte mal. Das sieht doch gut aus. Auf Lauras Geschenk. Ja. Adrian, warum steht auf meinem Geschenk, Nikotin ist schon krass? wenn du jetzt in die Verlegenheit kommen würdest, jemals wieder, also das ist ja alles Jugendrumgeeiere, ne? Also Kiffen ist was für Kinder. Würdest du das denn mit Tabak strecken quasi oder all in? Nein, nie. Nie Tabak, immer pur. Pur besser. Weil, warum soll ich, erstmal, ganz ehrlich, ich verstehe dieses Ding bei Tabak einfach nicht so. Tabak ist, also wenn man nicht raucht, ist Tabak, macht das gar keinen Sinn. So, weil, also den einzigen Sinn, den es macht, wenn man einen Joint raucht zum Beispiel, ist, dass man halt länger am Joint rauchen kann. So, aber ich finde, erstmal hast du ja immer noch so ein bisschen Nikotinflash dabei und das ist todesekelhaft, finde ich zumindest. Und es ist einfach nur schlecht, weißt du wie? Also wir haben früher auch ganz viel rumexperimentiert, mit was man so strecken kann, mit, was weiß ich, von Tee bis hin zu hier diesen ganzen anderen Sachen, Knaster und wie die ganze Scheiße heißt, aber das ist alles Rotz. Das Beste ist immer noch pur zu rauchen oder zu dampfen, finde ich. Oder? Ja,
Aber dann musst, dann musst du halt, kannst du halt nur zweimal ziehen oder was und dann haust du das Ding weg. Doch. Ist nicht so, kannst nicht stundenlang, ne? Ist mir auch mal aufgefallen. Wir haben mal irgendwann, glaube ich, einen Blunt geraucht so und mit so einer Independence-Zigarre, die wir aufgeschnitten haben, weil irgendwie weg musste der ganze Mist. Und boah, das ist auch so übel, Alter, wo du dir denkst, du hast ein Viertel weg zu dritt von so einer riesen Zigarre und du hast eigentlich keinen Bock mehr. Du willst es jetzt aber auch nicht wegwerfen, weil das echt teuer gewesen ist. Dann ein ganz teurer Spaß, so weißt du. Und dann quält man sich doch, das zu machen. Boah, das ist schon... Hatte ich auch mal, ey, so einen richtigen Gorillafinger, wie man da auch schön zu sagt. Ein Gorillafinger, das kenne ich nicht. Und ist schon ewig her. Da lag ich dann da auf der Couch und habe mich so selbst beobachtet von außen und habe so mein Körper gespürt. Jetzt nicht im Intimbereich, sondern halt so drauf geachtet, was so mit mir passiert, ne? Und hab so zusammengebissen, immer so die Schneidezähne so aufeinander geklappert, so ein bisschen und geguckt. Und es hat sich angefühlt, Alter, als hätte ich riesige Zähne. Kaninchen, Adrian. Ey, wirklich, als hätte ich gigantische Zähne, Alter. Wirklich, wow, dachte ich so, wow. Habe ich auch genauso kommuniziert. Meint so, ey, Alter, wow. Es fühlt sich an, als hätte ich riesige Zähne. Und der guckt mich ganz entsetzt an, nimmt mir den Blunt aus der Hand und sagt, mir ist scheißegal, wo du bist, Alter. Da will ich auch hin. Oh Mann, ja, das ist schon ein lustiges Thema. Generell. Macht das nicht, das ist gefährlich, Leute. Macht das nicht. Nein, macht das, also wenn... Ja, es ist auch nicht gefährlicher als alles andere. Macht alles mit Bedacht. Denkt immer dran, es ist auch illegal. Außer Heroin, da kann man mal richtig all in. Da kann man. Und Crystal. Sich wieder runtercrystallen. Dann, das ja. Ist auch, na, crystallisieren. Meinst du, das habe ich mich schon immer gefragt, ob die... Weil ich mir dachte so, es gibt ja viele, oder man sagt ja immer, dass man so lange wach ist dann und so ultra krasse Sachen macht, zum Beispiel von so einem Gummibaum so die Blätter einzeln putzt. Weißt du, wie ich meine? So Sachen, wo du selbst wenn du todesmotiviert bist, sagen würdest, ne, also so langweilig ist mir dann doch nicht. Ja. Aber das macht man dann da. Meinst du, dass man, ich bin mir jetzt ganz unschlüssig, so ob man dann so super produktiv ist, wenn man Meth nimmt, aber... Also ich kenne Leute, die das gemacht haben, die haben zu mir gesagt, so, nee, das ist eigentlich, man macht irgendwas, aber man macht nur Unsinn. Es kommt nichts Vernünftiges bei rum. Aber da verstehe ich halt auch nicht, wie Leute dann sowas also machen können generell, weißt du, das verstehe ich auch echt bei Heroin nicht, weil jedes kleine Kind weiß, was, weißt du wie, was passiert, wenn du da am Start bist, okay, du bist jetzt vielleicht, also... nicht beim ersten Mal sofort Knallerdruppe, aber einfach in diese Versuchung zu kommen, wie das letzte Opfer zu enden, weißt du, oder auch bei diesem Meth, das ist ja einfach Gift. Das ist einfach Gift so. Und dann, dass sie hinterher dann, wenn du dir mal die ganzen Opfer anguckst, wie die aussehen, dass sie dann die Zähne abbrechen wie Knäckebrot, das ist auch scheiße so. Ja. Also gut, bei manchen macht das jetzt keinen Unterschied, ist vielleicht sogar eine Verbesserung, aber nee, das ist... Was frühstückst du denn heute? Wenn wir schon bei Meth sind. Das ist eine gute Frage, Adrian. Ich habe eigentlich immer so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe mein Standardfrühstück, was ich esse. Ich esse 4 Eier und 1 bis 2 Brötchen, je nachdem, wie ich Bock habe. Und das wird auch heute wieder passieren? Das ist sehr wahrscheinlich so, weil mein Stack ist voll. Gestern habe ich mir... Alter, der Zoll hat mich gestern ausgeraubt. Was? Der Zoll hat mich gestern ausgeraubt. Wallah, ich bin gar nicht klargekommen, ey. Das war so behindert. Wie? Pass auf, wir haben ja, jetzt muss ich kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben ja unsere Sport-Shirts jetzt bekommen gestern, die eigens für uns produziert wurden. Und die musste ich halt vom Zoll abholen. Ich habe halt eine Benachrichtigung gekriegt. So, und wenn man gewerblich importiert, ist das ja sowieso nochmal ein heftigeres Geficke, als wenn du privat irgendwie was da importierst. Ja. Da brauchst du ja dann eine sogenannte EORI-Nummer.
Ja. Also das ist einfach so eine Kackregisternummer und dann bla, ne, haben wir auf jeden Fall beantragt, ist aber noch nicht da. Und dann fahre ich dahin zum Amt und die waren wirklich, das ist immer 50-50. Manchmal sind die Wichser, weißt du, manchmal hast du da irgend so einen Heini, der dir irgendeinen erzählen will. Ich habe mir mal Nike-Schuhe aus Amerika bestellt. Und die packt das so aus und dann so, nach Fake sieht das jetzt nicht aus. Und dann, ja, warum bestellen sie das denn nicht hier in Deutschland, wo ich mir denke, halt deine Fresse, Alter, so, ne, du, das ist, geht dich überhaupt, es geht dich einen Scheiß an. Stimmt, so. Stimmt. Ja, genau. Ich habe auch gesagt, oh, gut, schön, da gut, dass sie es sagen. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, so, weil ich mache das, ich habe auch wenig zu tun generell. Und deswegen ist das auch schön, wenn man mal hier sein kann und auch mal mit Leuten reden kann. So. Wollen Sie mein Freund sein? Ja, genau. Sag mal so, wollen Sie mein Freund sein? Bitte. Ich schwöre, du bist da ganz schnell wieder draußen, am besten mit deinen Klamotten. Und in Zukunft werden deine Sachen nicht mehr verzollt. Auf jeden Fall wurde ich dann in Kenntnis darüber gesetzt. Ich habe mich vorher mit so, ist wieder harter Business Talk, aber ich habe mich mit den Importbestimmungen auseinandergesetzt und ich wusste von 19% Einfuhrumsatzsteuer, die auf das, was du bestellst, draufkommen, wo ich mir dachte, jo, kann ich verstehen, Mehrwertsteuer, ne? Wovon ich nicht wusste, waren die 12 oder 13% Zoll, die zusätzlich nochmal oben drauf kommen auf die ganze Geschichte. Das heißt, du hast einfach 32% Zollbelastung, wenn du irgendwas aus Nicht-EU-Staaten importierst. Und das ist nur fair. Das ist nur fair. Dann auch so, ja, die EU will das, um hier die Wirtschaft zu stärken. Ich sage, ja, dann kann ich Leuten in Zukunft sagen, hier, das macht Felix Lobrecht bestimmt so, dann kann ich Leuten sagen, ja, dieses Sporttrikot kostet 120 Euro. So. Und ich verdiene 10 Euro daran, weil das aus Deutschland kommt. Ja, das ist doch, damit du hier Inland produzierst. Ja, das macht ja auch im allgemeinen Sinn. Das geht mir eher auf den Sack, diese Protektionismus-Scheiße. Ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit England losgeht. Ich glaube, ich habe mich letztes Mal informiert, so dass dieses Jahr gibt es noch keine, affektiert das noch nicht die ganze Geschichte mit hier Arbeitsvisum und so, aber ab nächstem Jahr könnte es dann mal lustig werden. Ey, Mann. Ja, aber so, aber genauso. Mann, jetzt muss ich hier noch Visum beantragen für euch Wichser. Kann ja gleich nach Amerika fliegen. Einfach drauf scheißen, da fährt man einfach nicht mehr hin. Genau, einfach sagen, wisst ihr was, fickt euch. Es gibt noch andere Länder. Guck mal, für denselben Hassel kannst du halt doch wirklich dann nach Amerika fliegen. Das Witzige ist, das kann man wirklich. Generell jetzt so Reisen, das Fliegen ist ja gar nicht mehr das Teure. Also was wirklich teuer ist bei allen Sachen, ist halt immer Hotel und, oder ich meine, das geht ja auch günstiger, aber ein Bahnticket. Und nur weil ich jetzt schreibe erste Klasse und ich will vorne beim Zugführer auf dem Schoß sitzen, so, weißt du dann, dass die dann da direkt so viel Geld haben wollen, das sehe ich auch nicht ein. Ich will ja immer selber fahren. Bist du schon mal selber gefahren? Zug? Nee. Ja. Pass auf, ich kann direkt meine Hurensöhnlichkeit der Woche droppen. Ist jetzt nichts, was wir nicht alle schon gekannt haben, aber es ist die Deutsche Bahn beziehungsweise das Informationsmanagement der Deutschen Bahn. Weil ich bin letzte Woche Donnerstag bin ich nach Hamburg gefahren und mein Anschlusszug in Leipzig hatte über eine Stunde Verspätung und da war aber keine Information auf irgendeiner Tafel, was mit diesem Ding ist. So, gar keine. Du hast in der App geguckt. So, da stand auch nicht dran, was jetzt einfach eigentlich Phase ist und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich hätte diesen verfickten Zug verpasst und war schon drauf und dran, mir irgendeine andere Verbindung rauszusuchen. So, und in letzter Instanz, ich war so todesabgefuckt dann da, dass ich wirklich, ich habe eine Freundin am Telefon übelst angemacht, so, weißt du so, weil ich einfach gestresst war. Ich habe mir so schöne Backkartoffel geholt und habe noch was gegessen, saß dann da und dachte, jo, korrekt, läuft alles. Aber, Plot-Twist, es läuft nicht alles. Heftig, ey. Alter. Weißt du, am Flughafen funktioniert sowas. Wenn da irgendwas gecancelt wird oder nicht kommt, steht dann da Gate so und so und ansonsten ausgefallen oder delayed und so und da, das haben die nicht hingekriegt. Pass auf, Freitag, letzter Freitag, ich bin in München mit einer Freundin von mir, bin ich in München bei der Schmuckmesse. Morgens hinfliegen, abends zurückfliegen, easy peasy. Man muss dazu sagen, Alex ist Mama
und stillt auch noch. Die ist erst frisch Mama geworden. Hat abgepumpt, damit ihr Mann so über den Tag kommt. Aber ist halt auch keine Lösung für länger. So der Mann. Der Mann? Na, damit ihr Mann über den Tag kommt, teilt ja, er sich mit, das mit dem Kind? Ja, genau, richtig. Ja. Ist immer ein Fläschchen für ihn und ein Fläschchen für das Kleine. Ja, warum nicht? Ja, Messe fertig, wir zurück zum Flughafen, haben ein bisschen was eingekauft und ich frage, wie es aussieht. Mit EasyJet sind wir geflogen, kann man schon mal sagen, den Namen. Und ich sage, wie sieht's aus, kann ich ein bisschen Handgepäck dazu buchen, weil ich hatte schon einen Rucksack dabei und weiß halt, dass sie das nicht so easy peasy sehen, wie sie sich selber nennen. Ja. Also es ist eher not so easy jet. Oder? Hardjet wäre auch gut. Ja, und die so, ja, kein Problem, das kostet dann 100.000 Euro. Und dann guckt die so auf die Flugnummer und die sagt, aber ihr Flug wurde gecancelt, das wissen sie schon, ne? Und wir, nö. Naja, aber sie haben ja eine E-Mail bekommen. Nö. Na, aber das steht doch dann, also sie müssen ja eine E-Mail bekommen haben. Nö. Hab keine E-Mail bekommen, du Fotze. Alter. Ja, und jetzt? Naja, und nu fliegt heute nichts mehr nach Berlin. Und das war der Moment, das war der Moment, wo meine charmante Begleitung einfach instant geplatzt ist, ne? Schluss mit den Höflichkeiten. Das ging gleich los. Bock, 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 bock! Aber auch so. Stell dir mal vor, dich gackert jemand richtig an. Bock, 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 bock. Auch zu Recht, muss man einfach sagen, ne? So, wie stellen Sie sich das vor? So, ich habe ein kleines Kind zu Hause. Das ist, ich habe hier keine Informationen bekommen, was den Flug angeht. Und. So, das ist, ich muss nach Hause. Ja, geht nicht. Wir können Ihnen hier ein Hotel anbieten. Sie können sich Ihr Hotel ins Arschloch stecken, ey. Wirklich. So, wir müssen nach Hause. Und dann, Alex ist relativ abgebrüht, hat sofort ihren Anwalt angerufen. Abgeklärt. Okay. Wir scheißen auf euch. Hat sie mich an die Hand genommen, weil ich stand die ganze Zeit so und dachte mir so, Mal gucken, was jetzt passiert. Nee, ist so, ja, wir können ja auch mit dem Mietwagen fahren. Die Sache war aber, ich habe bei der Messe schon mal geguckt, wie so ein Bier schmecken könnte. Ja. Und so, ich hätte. Du warst einfach wieder todesbesoffen. Nee, todesbesoffen nicht. Aber auch schon so, dass ich sagen würde, okay, jetzt 6 Stunden mit dem Auto fahren, so. Wär unvernünftig. Nicht, dass ich für unvernünftige Sachen nicht zu haben wäre, ne? So ist nicht. Aber das wäre so, das wäre scheiße. Dann hat sie mich da an die Hand genommen und zur Lufthansa geschleppt, auf dem Weg dahin Tickets gekauft bei der Lufthansa. Wenn du dir überlegst, du kriegst bei EasyJet Hin- und Rückflug für 2 Personen für unter 60 Euro, wenn du das rechtzeitig buchst, das schaffst du bei der Lufthansa nicht. Ja. Da hat der Flug einfach über 200 gekostet. Pro Person? Ja. Alter, echt? Ja, Alter. Aber besser, ja, na, man kann ja auch mal was gönnen, ne? Die Sache ist jetzt. Habt ihr nicht bei Skyscanner geguckt? Nee, wir haben gar nicht geguckt, wir wollten einfach nur schnell los. Auf jeden Fall ist der Unterschied vom Servicepersonal von EasyJet zur Lufthansa unfassbar. Ich komme dahin und sage, ja, guck mal, ich habe jetzt hier einen Rucksack dabei und hier noch mehrere Sachen. Wie sieht denn das aus mit dem Handgepäck? Und die guckt mich an und sagt, ja, was soll denn damit sein? Sag, na, kann ich das so mitnehmen oder muss ich das extra buchen? Das können Sie einfach so mitnehmen. ist überhaupt kein Problem. So, das können Sie einfach so mit reinnehmen. So. Ja, ich meine, aber ist doch auch logisch, weil am Ende, ich meine, diese Airlines kosten ja nicht umsonst wesentlich weniger, weißt du? Und es kommt auch immer drauf an, wohin man fliegt. Wie gesagt, zum Beispiel Frankfurt-Mailand ist schweinegünstig, selbst mit Lufthansa. Da habe ich, glaube ich, insgesamt hin und zurück 60 Euro bezahlt.
und hatte noch ein Aufgabegepäck dabei. Aber bei EasyJet und so ist das natürlich, da zahlst du halt für jede Scheiße extra so, ne? Unter anderem auch Handgepäck. Ich hatte es auch bis jetzt noch nie, dass irgendjemand mein Handgepäck gewogen hat oder ja, tun sie das mal da rein oder so, sondern das konnte ich auch immer alles mitnehmen. Ja. Aber beim Aufgabegepäck war es auch so. In Frankfurt am Main gibt es so einen Automaten, wo du praktisch selber dein Dingens hier rummachen kannst. Ja. Und dann hatte ich 2 Kilo Übergepäck und dann war da auch so eine Alte, die sagte, da ist leider Übergepäck so. Aber sie sagte, sparen Sie sich die 50 Euro jetzt, holen Sie einfach noch was aus dem in den Rucksack rein. Der hat 1 Kilo Toleranz, der Automat. So, und long story short, haben wir so gemacht und es hat funktioniert. War richtig geil. Danke nochmal an der Stelle, die wird sicherlich auch wie alle anderen hier den Podcast hören. Ja, so. Natürlich. Ältere Dame. Auf jeden Fall ist mir halt aufgefallen, dass das Klientel halt auch ein ganz anderes ist, ne? Ja, klar. Also erstmal saß ich da mit Max Herre. Ja, ich? Ja, da saß er zwei Sitze vor mir. Und der komische Host vom Quatsch Comedy Club. Hier. Und dann hast du so die Line von KIZ gerappt, so, wir hängen ab wie die Schultern von Max Herre. Genau. Auf jeden Fall lesen die Leute da Zeitschriften, aber irgendwelche Börsenmagazine oder so. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin Billig-Airline-Kunde. So, ne? Ich fühlte mich etwas fehl am Platz. Bisschen frauenfeindlich auch noch gewesen. Morgens noch, als wir nämlich mit EasyJet losgeflogen sind, ertönte die Stimme aus dem Cockpit und eine Dame war als erster, als Captain, hat sich als Captain geoutet. Und alle so, nein! Da wurde mir Angst und Bange. Und als wir dann zurückgeflogen sind mit der Lufthansa, war ein Captain wieder da. Also ein Mann! Ein Pilotenmännchen. Und da habe ich auch gleich so meine Bekannten, also meine Freundin saß dann, also nicht meine Freundin, Freunde, eine Freundin, meine Freundin, die Begleitung, Begleitung, die, mit der ich den Tag verbracht habe, saß vor mir und da habe ich auch noch so auf die Schulter getippt und meinte so, dass ich mich gleich wieder viel sicherer fühle, da jetzt endlich hier wieder ein Mann am Steuer sitzt, quasi. Hat das Flugzeug erstmal angerammt. So, ja, aber sie meinte, sie hat ja ganz gut drauf gekontert, so, sie, weil sie meinte so, naja, bei der Frau als Pilot ist das Fliegen kein Problem, mehr so die Landung. I for no, deine tägliche Portion Sexismus. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin der typische Billigfliegertyp, weil da kamen dann die Stewardessen durch den Gang gepoltert bei der Lufthansa und Snacks, möchten Sie vielleicht einen Snack? Und du kriegst halt so. Du hast Sex verstanden. Und ja, ich war schon wieder gleich nackig. und das bei EasyJet ist das kein Problem, ne? Aber bei der Lufthansa wurde man dann doch schon komisch angeguckt. Das ist halt wie Elite-Partner. Du kriegst halt Snacks umsonst. Einfach so, so eine Tüte Chips war so, oh, okay, gut. Und dann kamen die so, möchten Sie vielleicht was trinken? Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ob ich, ja, also, was kostet der Spaß so? Und dann habe ich halt festgestellt, so, weil ich beobachtet habe, wie ein Maulwurf, dass man gar nichts bezahlen musste. Ja. Und du kannst da Bier saufen. Ja. Du kriegst einfach Bier geschenkt, ey. Für über 200 Euro kriegst du da einfach mal ein kleines Bierchen geschenkt. Traumhaft. Business Class. Ich habe so eine App dafür, muss ich sagen, für Flüge und so ein Kram, wo man da wirklich immer am Start ist. App in the Air heißt das. Das ist echt geil. Weil das könnte ich schon aus Prinzip nicht nehmen. Warum? Über App in the Air. Was soll das denn? Ja, der ist was, natürlich... Saß die da an dem Tisch, ey? Und dann, als der eine gesagt hat, App in the Air, was haltet ihr? Und alle so, haben sich so zurückgelehnt in ihre Stühle und so. Oh, ey, wow. Und dann alle haben so... Und der Typ hat erstmal eine Beförderung bekommen. Er ist jetzt Head of beschissenen Namengeber. Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich... Arschloch. Die Scheiße so ein Arschloch. Ist praktisch. Du kannst sogar darüber online einchecken und das ist wirklich, das ist es mir todeswert.
muss ich sagen, der ganze Spaß. Weil wenn man viel fliegt, ist das schon damit relativ easy. EasyJet. Und bei, ich weiß nicht, das ist halt, am meisten nervt mich der Check-in so beim Fliegen. So, weißt du, weil du musst ja dann stundenlang warten, wobei ich bis jetzt eigentlich bis auf zweimal richtig Glück hatte. Dann ist es todesvoll da drin. Du meinst den Security-Check oder was? Nee, der Security-Check ist immer chillig so. Aber in Wien, ich schwöre, in Wien hat, glaube ich, lief alles über den Schalter von, ich glaube, die hatten für alle EasyJet-Flüge, und es waren sehr viele, hatten die nur zwei Schalter offen. So, du kannst dir vorstellen, wie lang die Schlange war. Da stand ich anderthalb Stunden in der Schlange, hab dann irgendwann gesagt, Kinder, mein verficktes Flugzeug hebt gleich ab so, und es wäre jetzt mal wirklich angebracht, dass ich hier meine Scheiße loswerden kann. So, die waren richtig unfreundlich. Also der Wiener Flughafen Schwechat kann sich ins Knie ficken, sag ich hier so, wie es ist. So, da kann auch ruhig jeder wissen. Nur, das waren wirklich, die waren super unfreundlich. Und dann habe ich meine Scheiße abgegeben, so, gehe dann durch die Sicherheitskontrolle, dann haben die sich wegen meiner Maschine noch rumgeärgert, ne? Wo ich denke, Leute, ich war in Heathrow, ich war in Schiphol, ich war in, wie heißt das Ding? In Barcelona ist ja auch scheißegal, El Prat heißt das. Ich sag, und da hat sich keiner von denen angepisst deswegen und so ein Theater gemacht. Und die wurden wenigstens schon mal angegriffen, weißt du? Die haben schon einen Terroranschlag hinter sich so. Und ihr, für euch interessiert sich einfach keiner, deswegen macht keiner bei euch irgendwie ein. Jetzt hast du alle Österreicher. Jetzt, ja, Sepp, weißt du was, fick dich einfach so. Nee, das fand ich wirklich unfreundlich. Und dann bin ich zum. Ich finde, wir die Österreicher sollten mal die Klappe halten. Wir haben den echt die sollen mal Füße stillhalten, ne? Genau, sonst kommen wir denen wieder ein Stück entgegen. So. Nein, beim. Auch da, dann bin ich am Gate und dann steht da oben drüber Nowboard. Warte kurz, muss ich einwerfen. Ich habe einen österreichischen alten Klassenkamerad, der mal über seine eigenen Landsleute gesagt hat, die Österreicher sind das einzige Volk auf der Welt, was durch ihre eigene Geschichte nicht schlauer wird. Oh Gott. Naja gut, das würde ich verneinen wollen, aber ich kann mich an so eine Situation erinnern, wo wir letztes Jahr Bergsteigen waren. Und wir waren dann auf irgendeiner Hütte, du machst dann ja immer so eine Hüttentour, und dann war von irgendeinem Alpenverein, ich glaube, es war sogar vom Alpenverein, haben die dann da angefangen, irgendwie, was haben die denn gesungen? Also waren dann alle am Singen, und dann haben die, wo ich mir auch dachte, ja, das habe ich hier erwartet, so die Tiroler Hymne oder so, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall so, er hat denselben Rang wohl wie das Horst-Wessel-Lied, so, weißt du, also man macht das nicht. Und der Typ guckt, der Obermufti guckt uns an, ihr seid aber nicht vom Verfassungsschutz, oder? Wo ich mir auch denke, so, ihr Murmeltier-Wemser, Alter. Ey, das ist wirklich, das ist richtig krass. Wollen wir eigentlich, wollen wir mal ein bisschen aktuell sein? Wollen wir diesen komischen Terroranschlag, den es schon wieder gab, rechtfertigen? Ich habe erst gestern. Wollen wir den rechtfertigen? Wollen wir den rechtfertigen? Nee, wollen wir darüber reden? Nee. Ich habe von dem Terroranschlag nichts mitbekommen. Aber du weißt, dass es einen gab. Ja. Weiß ich, weil ich war gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, so Photoshop-Kram gemacht zu bekommen. Und ich war damit beschäftigt, Photoshop-Kram gemacht zu bekommen. Und der Mann von der Freundin, mit der ich auch in München war, der arbeitet bei der Polizei in solch einem Bereich. Und da habe ich das dann so beiläufig mitbekommen. Ja, aber so, schon. Also die Sache ist, man muss einfach dazu sagen, ich gucke kein Fernsehen, ich höre kein Radio, so, ich habe mit den Nachrichten nichts zu tun. Ich hab's gestern bei Zeit Online gelesen, aber also ich gucke ab und zu mal rein, muss aber auch sagen, so jetzt viele Sachen wie jetzt diese Coronavirus-Scheiße, wo ich mir einfach immer denke, ja, das ist jetzt gerade so das. Wir haben überlebt, wir haben 5N1 überlebt. Und es ist immer so, dass im Frühjahr immer irgendeine Seuche umgeht. Muss man drauf achten. So, weißt du, man stellt sich hin und sagt, ja, mein Gott, ist halt so, da fallen jetzt ein paar um auch deswegen, aber da tun von der Grippe noch viel mehr und das interessiert auch keine Sau. Meinst du die die Chinesen? Haben das gemacht, um ihre eigene Einwohnerzahl zu dezimieren? Ja, auf jeden Fall.
Das Schöne bei so Viren ist ja, dass man die recht gut lokal unter Kontrolle hat und das eindämmen kann, dass man da kontrolliert einfach ein paar über die Klinge springen lassen kann. So, das ist ja der Vorteil bei Viren. Macht Sinn. Ja. Nee, deswegen. Und dann habe ich das halt gelesen, dass wieder irgend so ein Nazi-Wirrkopf da, irgend so ein Reichsbürger halt meinte. Mir ist gestern noch was eingefallen, das habe ich dann lieber nicht gepostet, so, weil ich dann sagen wollte, der Beweis dafür, dass sich die Deutschen von den Islamisten nicht die Terroranschläge auch noch wegnehmen lassen, so, weißt du, von den Ausländern. Wir klauen unsere Jobs. Er hat ihm den Job geklaut! Terrorismus haben wir keinen Fachkräftemangel. Ja, ich muss sagen, also ich hab mich auch gestern dazu hinreißen lassen, dass ich bei Facebook dann gepostet habe, so ja, wäre ja, nee, warte mal, was habe ich nochmal gepostet? Ja, nach den aktuellen Ereignissen sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Deutschland ein staatsgefährdendes Problem mit linken Steineschmeißern hat, so, weißt du? Mhm. Das finde ich irgendwie krass, muss ich sagen. Alter, das ist jetzt, finde ich, echt oft passiert, dass das irgendwie so solche Leute gewesen sind. So letztes Jahr alleine, waren es 2 oder 3? Ja, da ist doch auch so ein Typ in irgendeiner Synagoge. Und auch so eine Synagoge. In einer Synagoge reingepurzelt. In Halle. Und was hat er gemacht? Er wollte irgendwelche Juden erschießen, hat dann irgendwelche Kartoffeln abgeknallt, 2 Stück. Ja, better than nothing, Alter. Ja, ich weiß gar nicht, der hat sich nachher nicht umgebracht, ne? Keine Ahnung. Hat er sich erschossen? Nee, der hatte noch nicht mal den Anstand dazu. Alter, so einen Leuten kannst du auch nur in die Fresse hauen, oder? Das habe ich mich immer ohne Scheiß. Oder schießen. Das ist halt, ich find, ja, das Problem ist, ich finde sowas ist halt schwierig, weil das so diesen Rechtsstaat an seine Grenzen bringt, weißt du? Wenn ihr jetzt hier diese Missgeburt von oben aus Schweden hier, wie hieß der, Anders Breivik, war es Schweden oder war es Dänemark? Ich vergesse das immer. Irgendwo Skandinavien oben. Der auf dieser Insel hier diese 50 Kinder abgeknallt hat, weißt du? Und den sie dann auch gecasht haben, wo du dir auch denkst so, was machst du, weißt du, wie gehst du mit so jemandem um? Was machst du mit so einem? Eigentlich kannst du den nur in irgendein Loch werfen. Wie bringst du so jemanden um? Ohne, dass es rauskommt, so. Stell dir mal vor, der hätte dasselbe in Texas gemacht. Ja, gut, okay. Ich meine, den hätten sie vorher weggeknallt, der wäre gar nicht erst ins Gefängnis gekommen. So. Die hätten in dem Alter das ein oder andere Magazin hätten die in den geparkt, ey. Ja, aber weißt du, was ich finde das halt krass, dass man dann, und so einer beschwert sich dann noch anwaltlich über seine Haftbedingungen, weil er ja natürlich auch trotz dessen, dass er ein Riesenhurensohn ist, einfach seine, weil er ja auch trotzdem Gefühle hat, ne? So, das ist schon. Ja, ich finde, sowas ist dann immer schwierig, das irgendwie einzuordnen und da dann irgendwie ein Maß zu finden. Weil eigentlich müsste man sagen, naja, den packst du weg, so und dann. Was hältst du denn davon, wenn man so eine Leute in irgendeinen Raubtierkäfig sperrt, Alter? Oder in so einen Orang-Utan-Zwinger oder sonst irgendwas, ey. Also irgendwas so, wo es draufgehen halt auch super unangenehm ist. Ich glaube, beim Orang-Utan verhungerst du eher, als dass der dich kalt macht. Alter, so, die Viecher, ich habe eine Dokumentation gesehen und die Viecher sind richtig, richtig garstig. Warum? Ja, warum, weiß ich nicht. Vielleicht hatten die eine schlechte Kindheit, keine Ahnung, warum Orang-Utans garstig sind. Aber die sind, wenn es darum geht, ihr Revier zu verteidigen oder sowas, die ficken mit dir. Aber 100 pro. Und zwar nicht in Thailand im Affenpuff, sondern ich habe hier die ganze Zeit so einen Kerzenständer vor Augen und muss die ganze Zeit an die Schöne und das Biest denken. Okay. Naja, das ist, das habe ich früher mal geguckt, aber es ist auch schon ewig her. Was ist das Biest eigentlich gewesen für ein Biest? War das ein Bison? Nee, ne? Bison. Keine Ahnung. Bison. Ja, irgendwie sowas. Das ist so ein Vier, ey, so ein haariges Ding. Mit dem muss man solche Leute in einen Käfig sperren und gucken, was passiert. Ja, die verlieben sich dann natürlich. Die heiraten. Was auch scheiße unangenehm sein kann. Ja, wir sind... Egal, ob aktiv oder passiv. Dann musst du die Zelle doch fluten. So, anders geht das dann nicht. Ja, aber also, es gibt hier auf Netflix so eine Serie oder so eine Serienreihe, I Am a Murder. Mhm. Und
Die Sache ist, für was für eine Delikte die Leute da in den Todestrakt kommen. Die waren nur, also nur in Anführungsstrichen, ich will das nicht verharmlosen, ne? Aber die waren quasi nur dabei, als irgendjemand mit freigedreht ist, genau, und jemand abgeknallt hat und ist so, du warst dabei? Ach so, ist ja interessant. Ja, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ist so, was? Ja, das mitgehangen, mitgefangen. Und weißt du wie, und das ist, auch wenn ich hatte da letztens auch die Diskussion, weil jemand gesagt hat, dass ich da krasse Ansichten habe, weil ich halt gesagt habe, manche Leute, die musst du einfach umbringen. So. Also das ist jetzt eine harte Aussage, ich weiß, ich will es mir auch nicht verscherzen mit irgendwem jetzt, aber ich finde, es gibt einfach Leute, bei denen ist es besser, wenn die nicht mehr da sind. So. Und aber trotzdem bin ich gegen die Todesstrafe, weißt du, wie ich meine? Also wenn... Mir wurde dann vorgeworfen, so, ja, wie kann man denn so eine Meinung haben? Und ich hoffe, das meinst du jetzt nicht ernst und bla. Aber wo ich mir dann halt immer denke, was würdest du machen, wenn zum Beispiel jemand dein Kind entführt, vergewaltigt, was weiß ich, und umbringt? Was machst du dann? Auf die Gerechtigkeit des Staates hoffen. Das ist doch, nee, aber das ist doch wirklich so ein Gesetz der Rache-Moment, in dem man sagt, weißt du was? Nee. Vendetta! So. Ja, das ist. Also ich finde es krass, ne? Es gibt ja mehrere irgendwelche Aufzeichnungen von Leuten, denen so eine Schicksale passiert sind. Und ja. Und ich finde es krass, dass manche Mütter dann auch, meistens sind es dann Mütter, dem Täter auch verzeihen, ne? Und sagen so, ja, was. So, ich verzeihe ihm halt und so, krass. Also wenn jemand jetzt, wenn mir das passieren würde, ich denke, ich wäre auch im Knast. Ja. Sagen wir es, wie es ist. Also ich finde, das ist Größe, jemandem auch sowas zu verzeihen. Aber es ist trotzdem so, dass ich bei mir, glaube ich, nicht wüsste, ob das wirklich so, weißt du wie? Ja, ich würde halt auch versuchen, was Gutes zu tun und denjenigen von seinem Leid auch erlösen, weil ich weiß, dass es halt auch super scheiße ist, mit so einer Last zu leben. Ja, so, na, ich brauche wirklich Hilfe. Mann, ich gebe dir Hilfe. So, weißt du? Na, aber es ist halt trotzdem, wenn du dir halt, wie gesagt... 9 Millimeter schon, Hilfe gebe ich dir. Ich habe 9 Millimeter Hilfe für dich. 9 Millimeter pure Hilfe, 3 Stück. Das ist zum moralen Einnehmen. Meine Hilfe hat 9 Millimeter Durchmesser. Nee, ich finde... Ach, keine Ahnung, guck mal, in den Staaten ist das so, die anderen Staaten, die das praktizieren, die veröffentlichen ja keine Zahlen, weil sie ganz genau wissen, dass das nicht so geil ist. Ich finde halt, man darf sich eigentlich im Strafrecht nicht auf eine Stufe mit einem Mörder stellen, wenn man ihn für Mord verurteilt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sonst bist du halt ganz schnell wieder bei dieser Gleiches mit gleichem Geschichte. Und das Problem bei dieser Strafe ist halt, wenn du einen Fehler machst, einen Verfahrensfehler, was ja auch eben da relativ häufig mal passiert, so, ja, dann kannst du nicht sagen, ach so, übrigens, lustige Geschichte, kommt so zu den Angehörigen irgendwann so die Nachricht, so, ja, witzige Geschichte, war doch unschuldig. Also, so, er ist ja jetzt halt tot, aber... Nichts für ungut. Nichts für ungut, Schwamm drüber. Kann jedem mal passieren. Hupsi. Lang lebe Texas. Lang lebe Texas, genau. Hupsi, lang lebe Texas. Amerika. Ja, ach, ich glaube, da sind andere Staaten noch wohl krass dabei. Nee, ich glaube, Texas ist schon ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht. Also, ist sowieso... Also, es gibt jetzt auch so eine andere Serie, Cheerleader heißt es. Musst du dir mal reinziehen, ist witzig. Ja. Und es ist auch so ein Junior College in Texas, was so die beste Cheerleading-Mannschaft hat im ganzen Land. Habe ich, glaube ich, mal auf Pornhub gesehen. Genau. Und da geht es halt auch darum, wie den Leuten zu verklickern, wo die sind. Ne? So, weil da auch viele... es gibt einfach Sachen, die in Texas noch nicht so gern gesehen sind. Und das scheint Schwarze zu sein und Schwule und allgemein auch sonst irgendwelche Leute, die da nicht so richtig ins Bild passen. Wobei ich sagen muss, aus eigener Erfahrung, ich war ja in Austin, also ich war in Texas und ich fand, mich hat das positiv überrascht. So, aber erzähl weiter. Ja, vielleicht ist es ja in ländlicheren Regionen da so, ne? Aber so haben die das da auch gesagt, ne? Wir hier in Texas sind welche, die die Traditionen noch hochhalten, ne? Die noch für unsere Werte einstehen und. Und in dieser Mannschaft sind einfach so, weiß nicht, 15 schwarze Jungs, so, einer schwuler als der andere.
Und die gucken dann mit großen Augen und denken sich so, okay, wo also bin ich würde, hier gelandet? Aber ich würde jetzt mal sagen, dass das eher so ein Ding ist, also Südstaaten definitiv, aber dass das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Texas wirklich so ist, weil Austin ist halt zum Beispiel, das ist super krass progressiv, Studentenstadt, super links. Und das, da kann ich mir das, also habe ich nicht den Eindruck gehabt so. Aber wo ich mir das vorstellen kann, auch von, wenn ich mit meinen Ami-Kumpels spreche so, das ist in hier so Staaten wie Alabama oder so, weißt du? Mhm. Wo auch gerne mal die Schwestermutter geheiratet wird oder so, weißt du? Das, Ist sowas da wirklich? Gibt's denn sowas wirklich? Weißt du, es sind viele Vorurteile, aber in jedem Vorurteil steckt auch ein bisschen Wahrheit drin. Ein bisschen Pisse. In jedem, in jedem Vorurteil ist auch ein Tropfen Pisse mit drin. Aber nur einer. Einer abgemischt. Ja. Erzähl doch mal, wie es in Hamburg war. Hamburg ist absolut meine, also eine meiner absoluten Lieblingsstädte. So, ich liebe diese Stadt einfach, es ist übelst geil. Vor allem Taxifahren kostet echt wenig Geld im Vergleich. Im Vergleich zu Mailand jetzt. Da funktioniert Freenow, das funktioniert ja in Jena nicht. Ich bin auch zweimal Leimroller gefahren, ist auch geil. Macht auch Spaß. Und ja, wir waren da in so einem Wellness-Tempel und haben es uns da gut gehen lassen, das war korrekt. Waren dann einmal ein bisschen in der Stadt unterwegs. Mein Kumpel wollte sich einen Thermomix kaufen. Und wir waren im Vorwerkshop. Und er so, ich hätte gerne einen Thermomix. Sie so, ja, das geht nicht. Er so, ich hätte gerne den Thermomix. Also Shoutout an Marco. So, ne? Ich hätte gerne den Thermomix. So, nee, würde es nicht geben. So, und dann meinte die so, ja, dann, das müssen sie beim Direktvertrieb machen. Er so, ja, aber ich habe das Geld dabei. Ich würde den jetzt einfach gerne mitnehmen. So, ne? Ich will nicht mit irgendwem quatschen oder mich beraten lassen. Ich will das aktuelle Thermomix-Modell. Fertig. So, weißt du? Haben. Haben, genau. Ja, haben die nicht gemacht. Ja, warum? Ja, Tupperware können sie halt auch nicht so kaufen. Wo ich mir immer denke, so, ja, aber wie dumm ist das denn? Da musst du dich wirklich erst mit jemandem treffen, der dir dann diesen scheiß Thermomix einfach zur Seite stellt. Und ich habe schon zu Marco gesagt, ich sag, Digga, lass das einfach so machen. Hol dir die Nummer von der Tante, die dir den Kram verkloppt und sag dann halt einfach dann und dann da und da treffen wir uns und wie bei so einer Drogenübergabe. Ich bring das Geld mit, du bringst das Ding mit und dann lässt du mich in Ruhe. Ja, und man müsste sich dann mit der auch treffen in irgendeinem Waldstück. Ja, haben wir nicht wirklich, wir wollten doch auch mal einen Thermomix haben. So, warum zum Teufel haben wir hier keine Thermomix-Vertreter, die uns so ein Ding mal für einen schmalen Taler überlassen würden? Ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Vorwerk hier die ganze Scheiße nicht ernst nimmt. Nee, ich glaube auch. Also, da haben wir, und es haben sich ja schon Leute für uns stark gemacht, ne? Mhm. Und wenn die feinen Herren da oben meinen, dass sie jetzt losgehen können und einfach so, dass man irgendwelche Direktvertriebler anrufen muss, nur um seinen verfickten Thermomix zu kriegen, dann haben die sich aber geschnitten. Ja, dann kann ich mir nämlich auch einfach einen Pürierstab und einen Topf holen und dann, genau, dann mache ich das nämlich alles selbst. Genau, und für den Rest kaufst du dir dann Amaretto. Ja. Nee, ansonsten Hamburg war geil, muss ich sagen. Ich bin da wirklich gerne, auch Zugverbindung war gar nicht so dramatisch. Zurück war es dann überhaupt kein Problem. Das ging. Es gab mal eine Direktverbindung, ICE Jena Hamburg, so haben die dann abgeschafft wegen irgendeiner komischen Strecke, weil irgendwelche Verträge ausgelaufen sind. Die Bahn kannst du auch eigentlich nur in die Fresse hauen den ganzen Tag. Ach so, genau. Ich habe wieder einen Fleck gekriegt von Instagram. Es ist wieder soweit gewesen. Der Boy hat sich wieder im Ton vergriffen. Und hat wieder gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Und zwar habe ich mich erfrecht, zu posten, dass man gewissen Leuten einfach in die Fresse hauen muss, so, weil die mit einem Kleinkind in den Ruhebereich gehen. So. Weißt du, wie ich meine? Da haben sich, und was ich da mit Leuten diskutiert habe, ne, die mir dann bei Instagram geschrieben haben, ja, wenn du Kinder hast und so, wo ich sage, ist mir scheißegal, das berechtigt einen nicht respektlos anderen gegenüber zu sein. Du hast dir das Kind ausgesucht, ja, aber im Ruhebereich ist es dann still und im Familienbereich ist es dann so laut. Ich sage, ach, okay, deswegen will man da doch hin, vor allem, wenn das Kind die ganze Zeit plärrt. Ich habe ja nichts gegen Kinder, wenn die Fresse halten, so, weißt du, auf Zugfahrten, wo man im Ruhebereich ist. Und Kinder sind dafür bekannt. Kinder sind dafür bekannt, dass sie sich einfach mal auch am
Zippel reißen. Am Zippel reißen, einfach mal Schnauze halten. Ja, das können Kinder super, besonders auf langen Zugfahrten. Ja, wo man sich auch langweilt. Und in Tattoo-Studios geht das auch immer richtig gut. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Seine Kinder mit ins Tattoo-Studio zu nehmen? Ja, nee, ich finde das einfach asozial, Alter. So, ich finde einfach, weißt du wie? Ja, und dann so, ja, vielleicht würdest du den Stress auch nicht antun, das Kind dann von Waggon zu Waggon. Ich sag, ja genau, deswegen tue ich anderen Leuten den Stress an. Und ich habe schon diese Noise-Canceling-Kopfhörer so, ne? Wo ich mir einfach denke, ich habe jetzt extra das gebucht, weil ich meine, aber weißt du, woran das lag? Mhm. Ich bin zweiter Klasse gefahren. In der ersten passiert das nicht. Boah, richtig unsympathische Folge heute. Todesstrafe finde ich gut. So. Ja. Ich fahre nur noch erste Klasse. Erste Klasse. Nee. Kinder sind scheiße. Kinder sind scheiße. Nehmen Crystal Meth. Und Arme ins Knie flicken. Genau, und Crystal ist eigentlich das Beste. Österreicher sind alle Nazis. Österreicher sind alle Murmeltier-Wemser. Nee, ich finde, ganz ehrlich, das ist das, also... Kann man schon mal sagen. Kann man schon mal runterbrechen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also die Sache ist, ich bin da relativ immun. Mir ist scheißegal. Wenn die Kinder plären, dann plären die halt so. Da kannst du nichts machen. In so einem Kind steckst du halt auch nicht drin. Außer in Thailand. Oh. Schön in eine Domrep fliegen, so die ganzen Fiesen. Ich habe irgendwann letztens so eine Doku gesehen über Sextourismus. Ich erzähle gleich weiter von Hamburg, weil ich bin noch nicht fertig mit der Story. Aber ach so, ich dachte, du schließt wegen Sextourismus jetzt Hamburg. Manche Klischees, Mann, die erfüllen sich einfach, ja. Diese schmierigen, alten, deutschen Säcke mit ihrer Wohlstandsplauze, weißt du? Und dann so, ja, oh, alle 17-Jährige oder so, wo ich mir auch immer denke, so, bah, Alter, finde ich richtig abartig so. Das bringt dann einen wieder in Erklärungsnot so. Wenn du sagst, ja, nee, das ist gar nicht so und die Deutschen sind eigentlich ganz vernünftig so, nee, sind die nicht. Dann wurde auch übrigens noch ein Post von mir dann gebannt von meiner Instagram-Story, weil ich dann einen Post hochgeladen habe und die Deutsche Bahn verlinkt habe. Weil es sind ja diese Barcodes, die man dann scannen kann und wo man dann praktisch die Fahrt bewerten kann. Haben mich gefragt, was ich gut fand an der Fahrt. Habe ich gesagt, es hat nicht reingeregnet. Ist mir positiv aufgefallen. Damit hat sich das dann auch. Wurde komischerweise auch gelöscht. So, naja, müssen die wissen. So. Echt, ja? Meinst du, die Bahn hat das gesehen und dachte sich... Na, es waren beide Storys weg. Das mit dem ja jemandem in eine Fresse hauen, gut, okay, das kann ich verstehen, so, weil da war ich wirklich etwas emotional. Aber auf der anderen Seite frage ich mich immer so, bei den ganzen Videos, die ich jeden Tag da sehe, warum wird das gefleckt und irgendwas anderes so? Dann nicht. Aber ist ja auch egal. Das ist halt eine Diktatur, dieses Instagram, und auch ziemlich willkürlich. So, und Chancen hast du da auch keine, als kleiner Mann. Ich glaube, halt ich so. Überlege mir das, ob ich mich, vielleicht entfolge ich dir lieber. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist Instagram technisch gesehen schlechter Umgang. Ah, ich sag dir, Instagram ist einfach, ich glaube, ich werde gemobbt von denen. Ich habe jetzt immer, wenn ich Sachen hochlade, Mann, das ist richtig schlimm, die Reichweite, du hast fast gar keine Reichweite mehr. Ich habe 8.500 Follower, was ja jetzt auch nicht viel ist für Tätowierer, aber halt, ne, ist schon ein bisschen was. Und, hab dann aber, Reichweite so 1.000 gehabt danach, so von irgendeinem Beitragspost, wo ich mir halt auch immer denke, so, nice, aber ihr kriegt kein Geld mehr von mir, alleine deswegen. Du wirst ja gezwungen, dadurch dann, dass du halt Werbung schaltest und das halt machst, aber ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Hm. Das ist mir mittlerweile egal. Mach ich auch nicht, aber ich sehe auch, dass bei mir halt, manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Posts keiner sieht. Ist ja auch so. TikTok hingegen. Gib mal kurz ein Update. Ich bin über 3000 Follower. Ich bin letztens morgens aufgewacht und hatte einfach über 400 neue. Ist so. Abgefahren. Aha. Na, ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist witzig, ne, wenn man auf einmal seinen Hype kriegt. Ich warte noch auf meinen. Ich habe keinen Hype. Also die Leute wissen ja auch nicht, dass ich das bin. Die denken immer alle, die Leute auf den Videos betreiben. Naja. Naja, ist ja egal, aber TikTok, also ne,
das ist schon ordentlich. Tiki-Toki! Ich habe bei TikTok, glaube ich, 7 Follower, aber ich poste da auch nicht regelmäßig. Und 2 davon bin ich. 2 davon ist Adrian, ja. Nee, das ist... Und wir haben am Sonntagabend uns in Hamburg, das war der eigentliche Grund unserer Reise, haben wir uns Slipknot angeguckt. Slipknot. Und? War scheiße. Geil. War scheiße. Und ich dachte, ich wäre pingelig gewesen, so bis ich gestern Fest und Flauschig gehört habe und Olli Schulz erzählt hat, dass er in Berlin oder in Hamburg, glaube ich, auch auf dem Slipknot-Konzert war und meinte, dass er auch, dass das eine mega krasse Enttäuschung war. So. Muss man einfach sagen, der Ton, Alter, das war einfach nur Matsch. Und ich dachte so, und das war halt auch so Corey so, Hamburg, I can't hear you. Und ich so, ja, wir können dich auch nicht hören. So, weißt du, das war halt einfach, der hatte, ich weiß auch nicht, ob das immer so ist, ob seine Mikrofondisziplin, der hatte einfach, das Mikrofon war immer so an der Hüfte unten dann. Und der hat schon Dunst in der Stimme, das muss man schon sagen, aber. So viel dann doch das, nicht. Ja, das, also, die haben ganz coole Lieder gespielt, so muss ich sagen, von der Auswahl her. Ich kenne ja auch das ganz neue Zeug, kenne ich nicht mehr. Ich habe mich danach auf der Zugfahrt noch mal ein bisschen reingehört. Eigentlich ist es schon eine geile Band, muss man sagen. So, ich höre die gerne. Die haben schon einen Knaller gehabt, aber da halt auch eher die alten Sachen. Ja. Ich habe hier übrigens... Guck mal. Für alle Leute, die jetzt gerade zuhören, guckt mal. Cool. Was ist das? Das sind Rohlinge für meine ersten Siegelringe. Hm. Der Plan ist, die zur Messe in Leipzig, wo wir beide ja sind, die dort das erste Mal hinzulegen, damit man sich die anschauen kann. Cool. Ich muss auch noch Sticker machen. Wir hatten ja auch über den großen Alforno-Sticker geredet. Hm. Den werde ich auch noch fertig machen, dass das vernünftig läuft. T-Shirts habe ich auch gestern mich drum gekümmert. Machen wir, oder? Ja, endlich mal Geld. Man muss aber mal Geld ausgeben hier. Mal Geld ausgeben. Auch nicht immer nur Geld einnehmen, man muss auch mal was zurückgeben. Man darf nie den Dagobert Duck machen. Ja. Finde ich auch. Ja, man ist ja eine Weisheit, eine alte Weisheit ist ja, man muss ja auch Geld ausgeben, um Geld einzunehmen. Ja, das ist schon so, das habe ich ja jetzt momentan, ich habe relativ viele, sag ich mal, Invests getätigt in die Zukunft, aber es ist halt, irgendwann ist es auch geil, wenn du einfach mal was zurückkriegst, so, wenn du siehst, dass das die Scheiße, die du machst, dass das auch einfach mal Früchte trägt. Was, mir fällt gerade was ein, weil ich anfange, hungrig zu werden, was gibt's denn bei dir zum Frühstück, oder hast du schon? Nee, ich hab noch nicht, ist hier auch noch, also ich denke, ich esse Rührei und eine Laugenstange. Aber ich muss mich jetzt auch besputen, weil ich muss nämlich gleich in die Werkstatt, jetzt schon 9. Ja, ich habe hier wohl nicht ewig Zeit. Man muss ja dazu sagen, dass Adrian mir gestern schrieb, und wir hatten uns gestern Abend verabredet, und um 9 Uhr, ich habe das dann vergessen, und um 9 Uhr schreibt Adrian mir, so, also ich werde, nee, 9:30 war es sogar, apropos Podcast, wie machen wir das denn? Ich habe gesagt, lustige Geschichte. Ich sitze gerade mit Lukas im Restaurant und bin am Essen. So, scheiße, ich habe es vergessen. Das tat mir wirklich leid. Ich vergebe dir. Das ist gut. Ich habe was Neues für mich entdeckt, Mann. Ja. GarageBand. Ah. Machst du Mucke jetzt, ja? Bist du Producer? Ja. Na, das, aber das ist halt so, das ist so ein bisschen Rumgespiele. Aber Lukas und ich, und Lukas ist halt mein Gast-Tätowierer hier, Luke the Monkey, folgt den mal vom Bodyscript in Aachen. Der Lukas ist so ein Musiknerd, ne? Der ist auch, der darf auch immer DJ machen, wenn er bei mir ist. Ich klaue auch immer die Spotify-Playlists, die er so macht, weil der Junge echt einen guten Geschmack hat. Und du kannst ja bei auf dem iPad, wenn du dir GarageBand runterlädst, sowas wie eine MPC machen. Also so ein Pad, wo du halt so Loops drauf hast. Und ich muss sagen, der hat das schon drauf, so, weißt du, das hört sich schon, mit wenigen Handgriffen hört sich das schon geiler an als bei mir. Vorgestern, habe ich mich 2 Stunden damit, ich musste eigentlich E-Mails beantworten, habe mich dann aber 2 Stunden damit beschäftigt, so irgendwie eine geile Drumline hinzukriegen oder so und habe mich voll gefreut, weil das irgendwie dann einigermaßen geklappt hat. Und das macht schon, das ist schon cool, ey.
Ich habe letztens sogar mit dem Gedanken gespielt, mir eine MPC zu kaufen, was natürlich völliger Unsinn ist, weil es 2 Wochen geil ist und dann macht man das nicht mehr. Man muss sich da ja auch reinfuchsen und so, aber einfach so ein bisschen zum Rumspielen macht das schon Bock. Ja, einfach mal machen. Einfach mal machen. Ich glaube, da aus dir wird ein großer. Nee. Dafür bin ich zu alt und dafür habe ich, wenn ich jetzt damit anfange, da wird nichts mehr. Aber für einen selber. Das It's ist schon, never too late to be great. Das ist schon krass. So ein paar Battle-Texte zu schreiben, weißt du? Auf so flimsige Beats. Nee, das weiß ich nicht. Aber das wollte ich noch erzählen. Lass halt bleiben. Kümmer dich mal lieber um die Sachen, die du sonst so zu tun hast. Ja, das mache ich ja auch. Ich mache auch andere Sachen. Ich will auch mal Musik machen. Also nicht Musik im Sinne von, ne? Ich will auch mal ein bisschen rumspielen wieder. Das macht mir Spaß. Ja. Früher auch. Einfach mal rumspielen. Spiel doch an dir selber rum, Alter. Das mache ich auch. Irgendwann. Im Laufe des Tages. Sag tschüss. Guckst du jetzt? Sollen wir jetzt abmoderieren? Ja. Okay, Entschuldigung. Dankeschön fürs Zuhören an alle. Gebt uns Instagram-Shoutouts, wenn euch die ganze Scheiße gefällt. Helft uns wachsen. Danke für alles. Habt eine schöne Woche. Kurze Folge heute, nächste Woche wieder länger. Macht's euch nett und ja, schön erst knabbern, dann lutschen. Fand ich gut. Achso, folgt auch unserem Tonmann, Chris. Und mir auch. Folgt bitte auch mir. Vergesst nicht, die Mission ist es, mehr Follower zu haben als Sepp. Ja, wir arbeiten dran. Das wird den ärgern. Nö, das ärgert mich nicht. Doch. Nö, ich fühle mich, das ist ist ja eh kein fairer Wettkampf. Weil ich ja eh benachteiligt werde da. Ja, das hört man im Sport immer. Ja. Ich bin da auch einfach, muss ich sagen, so, das war dann auch nicht fair. Wenn du mehr Follower hast als ich, dann ist das ja Quatsch. Noch ist es ja nicht so weit. Noch ist es nicht so weit und selbst wenn, ich gönne dir das. Ich muss zwar ganz ehrlich zugeben, dass ich etwas traurig bin, dass du deinen Hype hast, da auch bei TikTok so und dass bei mir, dass meine ganzen Bestrebungen alle immer noch nicht gereicht haben, so offenbar, oder ich das Falsche gemacht habe, keine Ahnung. Aber ich gönne dir das. Ich freue mich da richtig für dich, dass das läuft. Ja, noch habe ich ja nichts davon. Aber eines Tages, wenn ich richtiger Influencer bin, Influencer. Ja, Inkontinenser, dann geht halt ab. Digi, ich glaube, so eine Influencer-Geschichte an sich ist, glaube ich, gar nicht so erstrebenswert. Nee. Weil am Ende, du bist ja so ein Markenmaskottchen dann wie Meister Propper. Eine Hure, so, du bist einfach eine Hure. Ja, ich finde, man muss schon ein bisschen kredibil sein, so. Ja. Also nicht debil, sondern kredibil, glaubwürdig. Debil finde ich aber auch gut. Man darf auch ein bisschen Werbung machen. Ich wünsche euch allen übrigens einen geilen Start in die Woche. Wenn ihr das hier gehört habt, seid ihr wahrscheinlich genauso müde, wie wir am Anfang der Sendung gewesen sind. Und jetzt sind wir noch müder. Und jetzt sind wir richtig müde. Jetzt gehe ich erstmal ins Bett wieder. Scheiß auf Arbeit. Haben alle Pech gehabt. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. So, macht's euch nett. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Und wir sehen uns in Leipzig, ne? Mua. Adi, tschüss.